So, Dada, Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Snap. Im letzten Part haben wir uns den Vulkan freigeschaltet und am Ende sogar noch den Fluss. Das Spiel ist auch noch vor den 2000ern erschienen, deswegen wird Fluss dort auch mit Schaf-S geschrieben. Hey, heutzutage wird kaum, glaube ich, noch irgendwas mit Schaf-S oder mit Doppel-S geschrieben, außer die Straße, aber da, ja, ist ein Streitfall. Die einen schreiben es mit Doppel-S, die anderen, aber die meisten schreiben es mit Schaf-S. Ja. Mist, kapper doch. Bin-ja-jam. Nice! So, dann machen wir jetzt mal Bilder von Safcon. Enton. Ja, von dem Austausch des Bild lasse ich mir auch nicht nehmen. Fliegende Muscheln. Scouter Pikachu. Bringt zwar nicht viele Punkte ein, aber wenigstens etwas. Ja, das Bild ist gut. Anglerpose, nehmen wir.
Nehmen wir das. Weil das schaut einen so süß wie an. Ja, Kartendörp haben wir immer noch nicht. Ja, ja, die Bilder zeige ich dem Professor. Was sagt das? Ein Urteil? Du warst nah dran. Hm? Nice. Wow. Wunderbar. Nehmen wir. Du warst nah dran. Wunderbar. Beim Angeln. Wunderbar. Du warst nah dran. Schöne 2 Runde, 2-5, nimmer. Warte. Ah. Wow. Warte. Es gibt verschiedene Arten von Pikachu. Moa. Noch 5-6? Das kriegen wir hin. Willkommen zurück. Jetzt können wir endlich am Kangama arbeiten, dass wir das mal verbessern. Ab an Strand. Ja. Ab in die Bank und ab an Strand und dann bis ins Koma chillen. Ja, ich hab mir aus dem... Nice, es geht zum Surfbrett. Die Gelegenheit lasse ich mir nicht nehmen. Das ist die Gelegenheit, die man sich nicht nehmen lassen sollte. Surfer-Pika. Ja, das ist nur ein Bauch. Nee, ist nicht runtergerollt. Größer wird das Lapras wohl nicht mehr. Okay, das habe ich einfach mal probiert mit Nahrung. Wird, haut noch nicht ganz hin. Na endlich, Kangama von vorne. Ja, die Taubsen haben auch überall ihre Nester. Und Mauzi war eine Katze? Klaut sich ja gerne mal. Waren wir jetzt nochmal am Strand? Mal gucken, was wir so alles gekriegt haben. Mit Apple.
So. Größer geht's wirklich nicht mehr. Perfekt. Das nehmen wir. Und das nehmen wir. So, mal schauen, ob wir die Differenz vom letzten Part noch ausgeglichen kriegen. Wow. Gut gemacht. Fast nur mit einem Bild. Geht doch, wenn ich mal mit drin bin, dann klappt das. Oh. Gut gemacht. Ah, fröhliches Evoli. Oh. Wunderbar. Wow. Ah, der ganz kleine im Hintergrund. Gut gemacht. Größer ging's Lapras echt nicht mehr. Aber wenigstens noch mal eine Art dazu bekommen. Warte. Und Kangama mal von vorne gesehen. Willkommen zurück. Super, du hast. Ja, ich weiß, ja damit. Denk der Pokémon vermutest, wirf einfach einen Räucherball. Ja. Wenn ich irgendwas vermute, wo was steckt, ist einfach einen Rauchball werfen. So, erstmal. Ja, diesmal werde ich die Fleckmon nicht entwickeln. Safcon.
Nämlich genau hier. Perfekt. Das klingt ja nur, haha, der wird runterfallen. Tue ich aber nicht. Und noch bevor der Part endet, haben wir die nächste Strecke freigeschaltet. Man zieht so viel Pokémon zu fotografieren, wie es geht. Ich hoffe, wir haben Quapse bekommen. Größer im Flug geht's nicht. Es kann zwar das Angeln nicht übertreffen. Nee. Das da. Ah. Das Sambisa. Hätte ich fast vergessen. Ja. Ja, sogar ohne habe ich vor 20. Gut gemacht. Ja, das letzte Mal war auch wirklich ins Gebüsch fotografiert. Nee, war ein bisschen zu klein. Du warst gut gemacht. Aber besser als davor geht's alle Male. Warte. Immerhin zwei Arten neu. Warte. Nee, eine Art neu. Passt, nimm mal. Willkommen zurück. Chris, du hast die Abzeugung gefunden. Mein Forschung führt sie zu einer neuen Strecke. Es ist alles vorbereitet. Du kannst die Strecke nun erkunden. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.